Logbait ist endlich zurück in Clash Royale. Im heutigen Video werde ich dir zeigen, warum diese Logbait 3.0 Variante unfassbar OP ist. So, ich springe jetzt erst gegen Wixor 98 und ich bin wirklich gespannt, was der Gegner jetzt hier spielt. Ich spiele jetzt mal meine Prinzessin nach hinten und werde schauen, ob der Gegner darauf reagiert, wie er darauf reagiert, auf was er Bock hat, auf was ich Bock habe. Und ich würde sagen, wir spielen erstmal das Kobold-Fass hier ganz entspannt rein. Okay, ich würde sagen, wir ziehen Eisgeist dazu. Okay, holzen wir ihn einmal. Okay, bisher auf jeden Fall interessantes Deck. Ich weiß nicht ganz genau, was es sein könnte. Okay, perfekt, Bruder. So, wir sammeln jetzt hier mal Kobolde plus Eisgeist. Er bringt hier einen Rage drauf, der natürlich Sinn macht. Jetzt ist hier leider noch ein Ritter committen. Ein Gegner spielt hier auf jeden Fall ein Deck, worauf ich persönlich nicht so Bock habe. Aber ich hoffe, dass die Prinzessin immerhin überlebt. Alles andere wäre sehr belastend. Sie wird sterben, oder? Sie stirbt einfach weg, Bro. Und er hat jetzt schon wieder die Evo-Barbaren ready. Wie kann er überhaupt die Evo-Barbaren ready haben? Hat er nicht vor einer Sekunde erst seine normalen Barbaren gespielt? Also ich muss wirklich sagen, manchmal, auch nach 100 Jahren Clash Royale, fehlt mir etwas die Game-Sense. So, bring erstmal Log rein, plus Prinzessin, sollte alles in der Lage sein abzucleanen. Und dann bin ich damit auf jeden Fall bisher relativ zufrieden. Ich würde sagen, wir bringen jetzt den Eisgeist rein, plus einen Ritter. Und der Ritter cleant das jetzt sehr, sehr gut ab. Vor allem, er kann jetzt auch eigentlich kein Rage bringen, weil dann werde ich ihn punishen dafür. Also dieser Evo-Ritter, ich muss wirklich sagen, er ist geisteskrank Pay-to-Win, aber er ist auch geisteskrank OP. Vielleicht ist er auch geisteskrank OP, weil er Pay-to-Win ist. Könnte man überlegen. So, bringen unsere Goblins jetzt rein. Kobold-Fast wird jetzt hier einen guten Job machen. Der Ritter, beziehungsweise die Mutex war unfassbar schlecht platziert. Und jetzt hat der Ritter halt keinem, beziehungsweise der Ritter stirbt jetzt einfach nicht. Das ist relativ gut erklärt. Der Ritter wird jetzt einfach nicht sterben und wird seinen ganzen Turm wegschnetzen. Gleichzeitig muss er diese Prinzessin noch killen. Klar, Turm fällt von einem Ritter. Man könnte denken, es wäre ein Mighty Miner oder ein Mini-Packer. Nein, es ist einfach nur der Ritter. Und jetzt bringe ich hier mein Holz rein. Ich bringe jetzt hier meinen Eisgeist. Der macht jetzt einen sehr, sehr guten Job. Und dann würde ich sagen, bringe ich jetzt einen Koboldfass rein, plus jetzt einen Ritter, plus Goblins einfach. Ich bin einfach mal aggressiv und ich hole jetzt einfach seinen ganzen Turm, er kann gar nichts machen. Ich bringe jetzt hier noch ein Holz drauf, um seine Prinzessin noch zu töten. Ich glaube, das ist auch nicht so schlecht. Und ihr könnt jetzt hier sehen, der Gegner, ja, der Gegner muss einfach loslassen. So, das war's. 43 Sekunden auf der Uhr, er wird jetzt nochmal alles reinzwecken. Ich bringe jetzt nochmal einen Tesla rein. Ich bringe jetzt hier meinen Ritter rein, damit auch gar keine Healspirit, Zap, Healspirit, Rage Value bekommt. Jetzt bringe ich hier meine Kobold, nachdem er geraged hat. Natürlich relativ simpel, er will jetzt schon nochmal zappen. Macht dann nicht mal 28 Sekunden auf der Uhr. Und der Gegner hat einfach keine Chance. Obwohl er wirklich einen sehr, sehr guten Start hat. Dieser eine Evo-Ritter hat ihn komplett hops genommen, weil der Goblin Giant war etwas zu aggressiv und man hat wirklich auch gesehen, wie viel Damage dieser Evo-Ritter wirklich macht, dass der Evo-Ritter allein in der Lage war, das alles wirklich zu clean-upen. Jetzt können wir nochmal aus Joke den Evo-Ritter hochspielen. Ich bin jetzt einfach ein Tesla rein. Tesla macht natürlich auch nochmal einen guten Job. Jetzt warten wir ganz kurz, bis er hier irgendwas macht. Ich bringe jetzt den Holz rein. Jetzt können wir die Kobolde bringen. Das erste Spiel geht in die Tash von Morton Royale. So Leute, sind wir im Game und wir treffen auf unseren guten alten Kollegen Call the Legend. Noch mal schauen, was Call the Legend kann. Wir spielen unseren Kobold-Fass mal direkt rein. Und mal schauen, wie er darauf antwortet. Er bringt jetzt hier seinen Megamin rein. Macht auf jeden Fall Sinn. Wir entscheiden uns direkt hier, mit der Prinzessin zu antworten. Und mal schauen, was er jetzt macht. Okay, bringen jetzt hier direkt Ritter-Dings rein. Plus Kobolde. Und jetzt mal schauen, was er macht. Er bringt jetzt hier Barbaren rein. Ich würde sagen, die loggen wir einfach mal. Kann man auf jeden Fall machen. Klar, er kriegt jetzt gute Value raus, aber für uns ist auch komplett fein. Muss ich sagen, bringen die nächste Princess. Okay, bringt einen Feuerball drauf, kann er machen. Okay, mal schauen, ob er das jetzt irgendwie verteilt. Ich bringe jetzt mal meinen Ritter rein, plus jetzt hier ein Eisgeist noch dazu. Ich will eigentlich nur, dass meine Princess überlebt, das wäre auf jeden Fall nicht unwichtig, würde ich mal sagen. Hier gibt es Kobolde rein. Plus die nächste Prinzessin. Und ich würde sagen, wir haben das ganz gut gemacht. Das Problem ist, dass als nächstes die Evo-Barbaren hatten. Die werden auf jeden Fall leicht nerven. Jetzt kommt wahrscheinlich einfach ein Megamin von ihm rein. Genau. Hat er ganz gut geclashed. Hat natürlich ein bisschen Chip-Damage bekommen. Wir haben nicht wirklich viel Chip-Damage bekommen. Ich würde sagen, als nächstes bringen wir gleich unseren Evo-Ritter nach hinten. Wir bringen jetzt hier Eisgeist. Plus Koboldfass. Wir bringen jetzt die Barbaren rein. Die gibt es auf jeden Fall eine gute Eisgeist-Value hier. Goblins. Princess. Bisschen Holz. Holz macht wieder einen guten Job. Eisgeist, nächstes Fass. Und verteidigen das bisher relativ clean. Das ist auf jeden Fall das, was wir sehen wollen. So, nächster Knight rein.
Nächste Princess. Machen das bisher nicht schlecht. Gehen jetzt hier in Tesla rein. Loggen das jetzt. Nächste Prinzessin. Nächster Tesla. Kriegen das hier relativ gut defended. Muss jetzt ein bisschen aufpassen, weil jetzt haben wir hier gerade nicht so viel Stuff, um zu pressuren. Den nächsten Tesla mal rein. Wird er jetzt so zum Tanken. Er spielt es auf jeden Fall bisher natürlich nicht schlecht, ist aber auch Karl. Was erwarten wir von Karl? Der spielt das Deck jeden Tag 100 Stunden. Mal schauen, was er jetzt macht. Tesla jetzt hier rein. Eisgeist ist jetzt hier rein. Ich muss noch eine Rocket bringen, das ist ein bisschen nervig. Das ist natürlich ein bisschen nervig, muss man ehrlich gesagt sagen. Die Princess hat er leider gecatcht. Barrel. Okay. Nächster Tesla. Das ist jetzt ganz gut gecleant, würde ich mal sagen. Princess muss überleben, Princess überlebt, das ist natürlich sehr wichtig. Nehmen jetzt hier mal eine Rocket drauf. Tesla jetzt hier drauf. Log. Und wir gewinnen das Spiel gegen den besten Lavon-Spieler der Welt. Was war das für ein Spiel, Leute? Nächstes Game hier gegen Dams. Mal schauen, was Dams kann. Eisgeist Goblins mal rein auf den Minero. Bisher muss ich sagen, das sieht jetzt gar nicht mal so schlecht aus. Ich bringe jetzt meine Prince nach hinten. Mal schauen, was er jetzt fort. Okay, ich bringe meinen Ritter rein. Sieht nach meiner Wallbreaker aus bisher, würde ich mal schätzen. Ich bringe jetzt hier meinen Koboldfass. Okay. Direkt so ein bisschen Chip-Damage am Anfang. Nimmt man auf jeden Fall mit. Ich holze es jetzt einfach mal. Er bringt wahrscheinlich jetzt eine Mauerbrecher. Nee, er bringt einen Tornado. Ah, okay. King Tower aber nicht an. King Tower aber nicht an, Chat. Das ist wichtig so. Der Tesla macht hier einen guten Job. Sollte das Remy Eli Deck sein? Könnte auf jeden Fall krachen, weil Log, Tornado, Cycle. Wir haben nicht so viel gegen Magic Archer. Es wird schwierig durchzukommen für uns. Und Nado, Magic Archer verteidigen ist gefühlt unmöglich. Aber mal schauen. Princess Bridge macht nicht so viel Sinn, weil es würde ihm einfach eine Free Magic Archer Value geben und zwei Magic Archer Hits, die der machen würde. Wäre auf jeden Fall deutlich mehr Damage, als meine Princess bekommen würde mit einem Hit. Okay, meine Princess geht jetzt hoffentlich auf den. Nee, geht sie nicht. Da muss ich gleich einen sehr guten Ritter timen. Perfekter Ritter, let's go. Magic Archer distracted. Ritter distracted in Tower Range. Da kann man sich auf jeden Fall mal nicht beschweren. So, Princess jetzt einfach mal rein. Princess snipe jetzt hier hoffentlich den meisten Stuff weg. Das ist kein guter Tornado, weil das bedeutet, dass die Prinzessin immer noch zwei Hits bekommt. Plus der Ritter bekommt noch einen Hit. Da muss ich sagen, das war fragwürdig von ihm. Hätte er lieber einfach einen Bombenturm bringen müssen. Vor allem, weil sein Turm jetzt schon unter 3000 HP ist. Ich würde sagen, wir spielen einfach mal Kobolde. Spielen jetzt hier unser Fass einfach mal rein. Er bringt einen Defensive-Mine. Also anscheinend hat er gerade sein Cycle komplett geisteskrank zerstört, weil wir können jetzt einfach unseren Ebo-Ritter reinbringen. Und ich weiß gar nicht mal, ob er den hat. Okay, ich bringe jetzt hier mein Holz. Princess kommt rein. Okay, er bringt jetzt ein Magic Archer. Jetzt bringen wir hier unser nächstes Fass. Wollen eigentlich, dass der Eisgeist hier noch überlebt. Okay, er bringt eh seinen eigenen Ritter rein. Jetzt kommt aber das Fass. Das ist aber ganz okay für uns. Jetzt bringe ich hier meine Dings rein. Ich bringe jetzt hier meinen Ritter rein. Perfekter Ritter zum Catchen des Mineros. Das sieht nicht mal schlecht aus. Jetzt kann ich hier eigentlich relativ easy meinen Eisgeist bringen. Perfekt in Tower Range. Das heißt, der Magic Archer wird nur einen Hit bekommen. Gleichzeitig haben wir noch zwei Prinzessinnen auf dem Feld, die natürlich unfassbar viel Value bekommen. Gegen seinen ganzen Spam-Stuff. Ich würde sogar sagen, wir holzen jetzt einfach nochmal. Ich bringe jetzt hier meinen Tesla rein. Ich bringe jetzt hier meine Kobolde. Die Kobolde kommen relativ okay, würde ich sagen. Jetzt gibt es hier einen Eisgeist. Jetzt gibt es hier gleich noch den nächsten Ritter rein.
Plus jetzt hier das Koboldfass. Und das Koboldfass macht hier einen relativ soliden Job. Ich würde mal sagen, wir bringen jetzt die nächste Prinzessin. Leider hat er es hier gecatcht. Aber ich würde sagen, wir holzen jetzt einfach mal. Dann würde ich sagen, das ist hier den Evo-Ritter. Ja, der Evo-Ritter war nicht optimal. Aber es geht klar, wir haben halt immer noch einen knappen 1600 Damage-Lead gegen ihn. Und solange wir den Damage-Lead haben, können wir uns ja nicht beschweren. Ne? Dann ist ja alles gut. Ich bringe jetzt hier gleich meinen Tesla rein. Perfektes Tesla-Placement. Sollte den snipen. Und ich kann, glaube ich, jetzt auch schon langsam anfangen, die erste Rakete vielleicht zu werfen. Weil dieser Tesla wird unfassbar viel Value bekommen. Er wird jetzt noch den Ritter killen. Ich kann jetzt hier echt relativ easy meine Kobolde reinbringen. Jetzt noch mein Holz, ich bringe jetzt noch meinen Tesla rein. Der Tesla macht einen relativ soliden Job, vor allem weil jetzt der Ritter eh sterben wird von seinem Ritter. Und jetzt werfe ich, glaube ich, sogar meine erste Rakete rein. Ich werfe jetzt einfach meine erste Rakete. Er hat extrem viel Elixier committed, das heißt, wir werden nicht in zu krasses Defizit reingehen. Ich kann jetzt hier low meine Princess spielen. Okay, das ist relativ gut gemacht. Die Princess sollte das jetzt alles abcleanen, so kann ich hier noch Kobolde spielen. Kobolde clean das auch nochmal sehr gut ab für zwei Elixier. Und jetzt würde ich sagen, bringe ich mein Koboldfass rein. Und mein Koboldfass jetzt natürlich einfach nur da, um das Holz rauszubaiten, dass er jetzt nicht in der Offensive irgendwie spielen kann. Jetzt gibt es hier einen Tesla. Eisgeist. Kobolde jetzt hier rein. Kobolde kommt perfekt getimed. Das heißt, der Magic Archer ist nicht am Turm. Und ich werfe jetzt einfach gleich direkt die nächste Wocket. Ich bringe jetzt hier den Tesla wieder halb hoch. Klingt das hier relativ gut ab. War vielleicht nicht das beste Placement, weil der Magic Archer kurzzeitig angegriffen hat. Wir können jetzt auch wieder ein Holz cyclen. Das Holz ist auch wieder überragend. Müssen wir eigentlich nur aufpassen. Ich bringe jetzt hier meinen Eisgeist rein. Ich bringe jetzt hier meinen nächsten Tesla rein. Auch wieder ein sehr, sehr guter Tesla. Bringe jetzt hier einfach meine Kobolde rein. Können die nächste Rakete cyclen. Und jetzt brauchen wir eigentlich noch eine Rakete. Und dann sollten wir dieses Spiel auch in the Tash haben. Eisgeist kommt rein. Lock kommt rein. Sieht so aus, ob der Gegner auch keinen Bock mehr hat. GG's well played. Let's go, Leute. Unser nächster Gegner heißt Ro. Und mal schauen, was Ro kann. Wir spielen jetzt mal einen Eisgeist an der Brücke. Wir müssen jetzt hier ins Holz, ich hoffe, dass sie keinen Hit bekommt. Okay, wir müssen jetzt auf jeden Fall schnell den Golden Barrel cyclen, weil er wird gleich hier auch wahrscheinlich sein. Okay, genau. Dings haben, das heißt, wir müssen jetzt hier schnell sein, schnell reagieren. Princess muss hoffentlich jetzt hier einen guten Job machen. Princess macht einen okayen Job. Er hat einen kleinen Damage Lead, aber overall würde ich sagen, ist das komplett fein. Wir kriegen jetzt auch auf der rechten Seite noch ein bisschen Chip Damage. Heißt, wir würden jetzt hier auf jeden Fall noch unser Kobold verspielen. Wir würden einfach holzen. Aber wir haben den Damage Lead. Wir haben den Damage Lead. Okay, Princess macht hier einen okayen Job. Princess trifft nicht alles, was ein bisschen nervig ist, aber ist okay. Jetzt hat er halt den kleinen Damage Lead, aber das Ding ist, wenn er jetzt seine Princess spielt, würde meine Princess seine Princess angreifen und das wird dann heißen, dass wir die danach mit Ice Gas killen können. Oder bringt einfach einen Feuergeist rein. Kann natürlich auch machen. Ja, das ist natürlich ein Lockbait-Mirror-Matchup. Geht es natürlich darum, meistens die Raketen zu spammen, die Raketen zu cyclen. Wenn du das machst, dann bist du meistens erfolgreicher als der Gegner. Das heißt, du spielst den Holz rein. Aber wir müssen natürlich auf die Situation warten. Vor allem mit dem Evo-Ritter, der kann natürlich etwas besser in der Offensive sein als normalerweise der alte Ritter. Jetzt haben wir jetzt hier eine Princess rein. Perfekter Eisgeist. Hat sich nicht so gelohnt für ihn. Ich bringe jetzt einfach mein Koboldfass dazu. Das muss er eigentlich holzen. Macht er auch, aber das heißt, dass er auf der linken Seite jetzt hier eigentlich noch verteidigen muss. Wahrscheinlich mit einem Gang. Das heißt, wir predikten ihn einfach mal ganz kurz. Sehr gut. Muss er seine eigene Princess bringen. Ich würde sagen, bringe einfach meinen Evo-Ritter an die Bridge und mal schauen, was er dagegen hat. Weil ich bringe jetzt hier noch mal Kobold hinterher. Jetzt muss man sich eigentlich überlegen, was er macht. Er hat gefailt. Der Evo-Ritter ist dran. Okay, defensives Koboldfass. Das reicht aber nicht. Der Evo-Ritter wird weiterhin am Turm sein. Er bringt jetzt alles, um einfach nur den Evo-Ritter zu distracken. Aber es funktioniert nicht. Wir haben ihn bestraft. Die Kobolde waren der Play, weil die Kobolde haben dafür gesorgt, dass er, ja, einfach nicht die richtige Möglichkeit hat. Die Kobolde haben den gepusht. Dadurch hat er kein Elixier, um rechtzeitig zu reagieren. Und das ist natürlich absolut überragend. So, ich muss jetzt hier noch meinen Kobolde selbst spielen, weil jetzt sonst kracht es bei mir nämlich jetzt auch. Also wir haben hier auf jeden Fall ein Game, wo ich sage, es ist bei uns beiden komplett scheppert. Bei uns beiden scheppert es einfach mal geisteskrank komplett. Und das ist halt das, was wir sehen wollen. Wir wollen Games sehen, wo es bei uns beiden kracht. Aber bei uns kracht es nicht so doll wie bei ihm. Außerdem ist der Kobold jetzt noch auf dem Weg, hier hoffentlich seine Prinzessin zu töten. Okay, ich muss jetzt hier Kobold nochmal spielen. Aber es sieht overall nicht schlecht aus. Wir haben einen unfassbar guten Damage-Sheet nur wegen diesem einen Evo-Ritter. Er hat Feuergeist anstatt Eisgeist. Kann man überlegen, ob Feuergeist vielleicht in 1-Position etwas besser ist, weil Eisgeist mit Feuergeist plus irgendeine Truppe ein bisschen nach vorne geboostet kann das Kobold fast killen. Okay, jetzt muss ich hier das so spielen. Ich muss wirklich auch sagen, wie geisteskrank nervig ist eigentlich seine Prinzessin. Ich bringe jetzt hier meine erste Wocket. Das Gute ist, ich habe meinen Evo-Ritter. Das heißt, Evo-Ritter defensive, das heißt, es kann normalerweise nichts anbrennen. Ich bringe jetzt hier mein Holz, ich bringe jetzt hier meinen Ritter. Ich würde lieber uns gerne erstmal mein Koboldfass bringen, weil er wird wahrscheinlich Prelog machen. Genau, macht er auch.
Das war relativ obvious, dass ich bringe meinen Kobold was als erstes, um dieses Spiel zu gewinnen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Daumen nach oben, nicht vergessen, Kanal abonnieren, eine der weiteren Videos auschecken. Wir können auch mal ganz kurz gucken, welcher Platz wir sind am Ende des Videos. Wir sind am Ende Platz 7 der Welt. Geiles Video, haut rein und ciao.